In der Zeiten von Covid sind wir nicht nur mit einem akuten SARS-CoV-19-Erkrankung konfrontiert als Ärzte, sondern auch mit den Folgen dieser Erkrankung. Das sogenannte Long Covid Syndrom. Was hat das auf sich? Ne? Ob die Erkrankung neu ist oder wir diese Erkrankung schon mal hatten? Darum geht es in diesem Video. Mein Name ist Dr. Eduard Karsten. Herzlich willkommen in Wuppertal. Long Covid Syndrom. Als wir tatsächlich eine Masse von diesen Erkrankten hatten und die auch schon genesen sind und eigentlich die Erkrankung oder die akute Erkrankung war weg, waren wir in Medizin mit einem ganz anderen Syndrom konfrontiert. Also sehr viele Menschen waren ständig müde, hatten Atembeschwerden, hatten auch Probleme, auch tatsächlich mit den kognitiven Leistungen. Man spricht auch im Englischen Brain Fog, also tatsächlich auch Nebel im Gehirn, Probleme mit Informationsaufnahme, mit Wiedergabe, also Kurzzeitgedächtnisprobleme. Es gibt Patienten, die einfach verlernt haben zu schreiben und zu lesen. Das gab das auch. Und wir wussten erstmal gar nicht, womit wir es zu tun haben. Aber interessanterweise, als wir dann etwas in die Tiefe gegangen sind, haben wir festgestellt, dass wir diese Erkrankung schon vorher wussten. Also das sogenannte CFS, Chronic Fatigue Syndrom, also chronische Müdigkeitssyndrom, das früher etwas stiefmütterlich behandelt worden ist. Also tatsächlich, das ist auch beschrieben worden, aber man hat das sehr gerne in eine psychosomatische Ecke abgetan. Da waren die Leute, die tatsächlich meistens eine Viruserkrankung hatten, zum Beispiel Epstein Barr Virus, macht das auch sehr gerne. Genau das gleiche Syndrom. Ja, aber die Leute waren manchmal Wochen, manchmal Monate, Jahre, auch manchmal auch Jahrzehnte. Manche kommen überhaupt nicht aus diesem Zustand raus und da entwickeln auch natürlich andere Syndrome wie Depressionen, das ist Fibromyalgie, also Schmerzen überall im Körper und wurden sehr oft eigentlich eher tatsächlich antidepressiv und psychosomatisch behandelt. Man hat auch gedacht, das ist die Erkrankung, die psychosomatischer Natur, hier gar nicht in die Tiefe, aber jetzt wissen wir, das ist tatsächlich die Folge einer starken Virusinfektion. Wir wissen auch, dass da auch andere Viren das machen können, also zum Beispiel auch Epstein-Barr-Virus, aber auch SARS damals, auch andere virale Pneumonien, zum Beispiel starke virale Erkrankungen, haben oft das gleiche Syndrom hier hervorgerufen. So, wenn man tatsächlich etwas in die Tiefe geht und die Daten analysiert, also man muss auch sagen, wir wissen vieles nicht, wir forschen gerade in der Richtung. Wir wissen tatsächlich erstaunlicherweise, dass Männer dreimal häufiger betroffen sind als Frauen. Ja, das ist, wir haben auch gewisse Risikofaktoren mittlerweile festgestellt und die sind eigentlich ganz klar. Übergewicht, Vorerkrankungen wie Diabetes zum Beispiel, Herzkrankheiten, die Erkrankung der Atemwege, aber allgemeine Schwäche, da zum Beispiel die Menschen, die sich weniger bewegen, die neigen dazu, tatsächlich eher ein stärkeres Long-Covid-Syndrom zu entwickeln und. Also, wenn man jetzt in die Tiefe geht, wir sehen, dass diese Patienten mittlerweile, also das kann man auch ganz gut messen, ein Problem im Stoffwechsel haben. Und zwar ganz interessant, also es gibt ja gewisse Auffälligkeiten im Blutbild, die eigentlich für fast bei allen Patienten eigentlich zutreffen. Und im Aminosäurestoffwechsel verändert sich irgendwas. Das ist so, das bedeutet, dass bestimmte Aminosäuren eigentlich nicht so gut verarbeitet werden können und im Körper Ammoniak sich anhäuft. Und dieses Ammoniak und diese Stickstoffverbindungen, die eigentlich ausgeschieden werden sollen oder anders verarbeitet werden sollen, dieses Rädchen, also wirklich dieses Mechanismus funktioniert eigentlich nicht so gut und es kommt zu dieser Anhäufung von Ammoniak und führt eigentlich zum Schaden, also vom Schaden der Zellen und alle Stoffwechselprozesse verlangsamen sich. Deswegen fühlen sich die Menschen so generalisiert schwach, also die haben tatsächlich eine körperliche Schwäche, die können auch nicht klar denken. Herzrhythmusstörung, also Herzprobleme treten eigentlich sehr, sehr oft, auch bei vermeintlich gesunden Menschen, aber auch sehr oft auch natürlich Atembeschwerden, dass sie, wenn sie einen leichten Berg hochgehen müssen, komplett aus dem Atem sind. Und das ist halt sehr schwierig, auch das manchmal zu fassen. Also das ist so, wir haben jetzt kein generalisiertes Symptom, wo wir dann wirklich angreifen können und da gezielt auch therapieren. Deswegen sind die Symptome so allgemein. Das Problem ist natürlich auch bei dieser Erkrankung, dass wir nicht hundertprozentig wissen, wie wir das zu behandeln haben. Ist so. Das ist die Patienten gehen in die Reha, die werden dann nochmal beübt, die kriegen dann nochmal natürlich Physiotherapie, kriegen eine gute Ernährung. Man versucht den Stoffwechsel, auch den Organismus nochmal zu grounden, nochmal zu restarten, also wirklich mit der gesunden Lebensweise nochmal Start zu geben, damit sie wieder zu Kräften kommen. Das funktioniert momentan mäßig, aber das funktioniert. Das ist so, wir werden auch sehen, dass mit der Zeit auch andere Therapieempfehlungen oder Therapieerfahrungen eigentlich kommen, dass wir auch da in die Medizin besser werden. Eine medikamentöse Therapie,
Ja, das ist so, oder vielleicht, dass wir irgendeinen Stoff geben können, damit es besser wird, gibt es momentan nicht. Ja, das ist so. Es gibt auch interessante Studien, es gibt auch interessante Versuche, dass die Menschen auch vielleicht auch Nahrungsergänzungsmittel, gewisse Dinge auch dann etwas hochdosiert bekommen haben. Aber das sind wirklich einzelne Studien und es ist noch zu früh zu sagen, dass bitte nehmen Sie Zink oder was es nochmal steht oder nehmen Sie hochdosiert Vitamin C. Ja, das wäre sehr, sehr, sehr banal zu sagen, so einfach funktioniert unser Körper nicht. Also, ich fasse es nochmal zusammen, ist tatsächlich diese Long-Covid-Syndrom, die Erkrankung, die gibt es, ja, das ist so, das sehen wir natürlich, aber die gab es auch davor. Ne? Und wir haben tatsächlich auch sehr vielen Patienten auch Unrecht getan und die vielleicht auch ihre Symptome auch nicht ernst genommen haben. Wir haben gerade so ein Mind-Change in der Medizin, dass wir viele Dinge, die wir früher nicht beachtet haben, auch unter einem ganz anderen Licht beachten und auch untersuchen und über die Dinge sprechen, über die wir früher nicht gesprochen haben, ne? Und auch selber anerkennen, dass wir auch Fehler gemacht haben, also in der Vergangenheit. Gut, wir sind alle Menschen, das ist, aus den Fehlern lernen wir. Mir war es natürlich auch Anliegen, dieses Video zu machen, dass die Leute zu sensibilisieren, also wichtig ist, eine Prävention zu machen. Das bedeutet, klar, Prävention von der Erkrankung, das ist die beste Prävention. Zum Impfthema gibt es auch natürlich auch ein Video bei mir auf dem YouTube-Kanal, was für Aufregung und für Aufsehen gesorgt hat. Können Sie das gerne angucken, das ist meine persönliche Meinung. Also, aber letztendlich versuchen Sie, die Erkrankung zu vermeiden, so gut wie es geht. Das ist, wie Sie das machen, das ist Ihnen freigestellt. Ich glaube, wir sind alle hoffentlich erwachsene Menschen und für sich selber auch adäquate Entscheidungen treffen können. Das ist eine Sache. Und wenn Sie selber erkrankt sind, da muss man natürlich hoffen, dass Sie das auch nicht entwickeln. Aber wenn Sie auch gesund sind und die Erkrankung nicht haben, bitte leben Sie gesund, stärken Sie Ihren Körper, stärken Sie Ihren Geist, geben Sie ihm genügend Bewegung, genügend Mikro- und Makronährstoffe, geben Sie ihm genügend Erholung, dass der Körper auch im Falle einer sehr schweren Infektion oder schweren Erkrankung sehr gut daraus kommt und dass Sie möglichst wenig Schaden oder am besten gar keinen Schaden davon tragen. Vielen Dank, dass Sie dieses Video angeschaut haben. Ihr Dr. Eduard Karsten. Danke.